Omiš liegt im Süden Kroatiens, an der Mündung der Cetina und gehört zu Dalmatien. Die heute hauptsächlich vom Tourismus lebende Stadt hat etwa 15.000 Einwohner. Die nächste größere Stadt ist Split, die 25 Kilometer westlich liegt. Einiges über die Geschichte der Stadt. Die Gegend um Omiš war schon in der Frühzeit besiedelt. Während der Römerzeit gab es in diesem Bereich mehrere kleinere Siedlungen. Nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches und einer kurzen byzantinischen Herrschaft gelangte die Stadt in die Hand der slawischen Narentaner, die sie bis ins 14. Jahrhundert hielten. Während dieser Zeit wurde Omiš zum Piratennest. Während des 12. und 13. Jahrhunderts beherrschten die Piraten von Omiš das Meer. Von Split bis Dubrovnik. Alle Schiffe, die an dieser kleinen Stadt vorbeifuhren, mussten einen Tribut für freie Seefahrt zahlen. Oder einen Kampf mit den erbarmungslosen Piraten riskieren, aus denen nur wenige von ihnen als Sieger hervorgingen. Unter der Führung der bekannten Fürstenfamilie Karzic beherrschten die Omiša demnach fast zwei Jahrhunderte lang einen großen Teil der Adria und griffen Handelsschiffe reicher Städte wie Split, Kotor, Dubrovnik und Venedig an. Sogar die päpstlichen Galeeren, die entlang der Adria ins ferne Palästina segelten, blieben nicht verschont. Mit der Zeit wurden die Piraten so mächtig, dass Papst Honorius III. Im Jahr 1221 einen Kreuzzug gegen die Omiša anführte, der aber scheiterte. 60 Jahre später wagten die Venezianer auf päpstliche Anordnung einen erneuten Kreuzzug gegen die Piraten von Cetina, diesmal mit mehr Erfolg. Es war eine der wenigen Niederlagen der Omiša in Seeschlachten, aber auch eine sehr schmerzhafte. Die Fürstenfamilie Karzic floh kurz nach dem verlorenen Kampf gegen die Venezianer aus der Stadt und ihre Macht wurde erheblich geschwächt. Obwohl sie auch weiterhin Piraterie betrieben, suchten die Omiša zunehmend nach anderen Einnahmequellen, etwa in der Landwirtschaft oder Fischerei. Im 15. Jahrhundert erkannte Omiš auch offiziell die Herrschaft der Republik Venedig an. Zu dieser Zeit wurde die Stadt zu einem wichtigen administrativen und militärischen Stützpunkt. Zudem wurde sie auch mit hohen Mauern umgeben. Gerade unter der Herrschaft der Republik Venedig erhält die Stadt Omiš ihre charakteristischen Umrisse, die sie auch heute noch zieren. Da sich nun die Stadt innerhalb von hohen Mauern entwickelte, stand den Baumeistern nicht genug Platz zur Verfügung, um breite Alleen und prachtvolle Häuser zu bauen. Die engen Straßen der Stadt führten zu zahlreichen Plätzen, auf denen sich das Leben in früheren Zeiten abwickelte. Mit
Mit der Zeit nahm die Zahl der Stadtbewohner zu. Und die Stadt war einfach zu überfüllt, um von so hohen Mauern umgeben zu sein. Kurz nach dem Untergang der Republik Venedig, anfangs des 19. Jahrhunderts, beschlossen die Bewohner, die alte Mauer abzureißen. Nach dem Zerfall der Republik Venedig fiel die Stadt anfangs des 19. Jahrhunderts unter die Herrschaft Österreich. Im Jahr 1807 wurde sie zusammen mit ganz Dalmatiens ein Teil von Napoleons Frankreichs, um bereits 1813 wieder unter die österreichische Herrschaft zu gelangen, unter die sie bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 blieb. Danach wird Omis, wie auch der Großteil Kroatiens, Teil der jugoslawischen Monarchie und später der Volksrepublik Jugoslawien. Im Jahr 1991, mit der Unabhängigkeitserklärung der Republik Kroatien, schließt sich die turbulente Geschichte der Stadt Omis ab. Kulturell sehr bedeutsam ist die altkroatische Kirche St. Peter am gegenüberliegenden Cetina-Ufer. Das einschiffige Kuppelgebäude aus dem 10. Jahrhundert zählt zu den wertvollsten Baudenkmälern Dalmatiens aus dieser Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.